Moin Moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Subsistence. Die Nacht ist rum. Ich habe unten noch einmal unsere Fahrzeugstation schon wieder angeschmissen, Generatoren einmal nachgetankt. Eieiei, ich könnte mal nach den Tieren schauen. Es gibt eine gewisse Chance, dass wir heute eventuell die Karosserie fertig kriegen. Aber ich kann es nicht versprechen, weil das mit dem Strom, das ist echt heftig. Oh, ich habe mal wieder eine Tomate verschwendet. Ah, ich muss damit vorsichtiger sein. Egal. Ich habe noch ein paar Sachen im Inventar, die ich jetzt wegräume. Ich habe nämlich auch, weil ich jetzt danach einmal kurz ein bisschen viel Strom hatte, beziehungsweise die Masse verbrauchen wollte, habe ich schon mal wieder zwei Premium-Mechanikteile vorbereitet. Keine Ahnung, ob wir sie noch brauchen. Ich gehe aber ganz fest davon aus. So. Machen wir das, worauf wir eigentlich Bock haben. Ich nehme mir ein Essen mit. Füll den Ofen nochmal nach. So. Und wir gehen auf Puma-Jagd. Und Elchjagd. Schrotflinte ist dabei, Gewehr ist dabei, Pfeil und Bogen ist dabei. Ich hoffe mal, dass ich mit unserem Essen, was ich dabei habe, noch mindestens 10 Minuten laufen kann. Die ganzen Fleischgerichte waren ja, glaube ich, roundabout 20 Minuten haltbar. Zumindest ist das so die Zahl, die ich noch im Kopf rumschwören habe. Oh Gott, Metallschrott, danke. Und eine Kiste, auch gut. Entsprechend dürfte ich vielleicht noch ein paar Minuten warten können, bis ich das esse. Aber wenn das vergammelt, das würde richtig wehtun. Hase? Hase, Hase, Hase. Cool. Kein Hase. Passiert. So, wir gehen auf einem relativ direkten Wege nach hinten. Okay, relativ direkt. Das Zeug nehme ich auf jeden Fall mit. Genauso wie eigentlich ich auch Eisen und Kupfer auf jeden Fall mitnehmen sollte. Die ganzen Sachen, die ich da immer mache, die gehen ganz schön auf die Kosten der Materialien. Ich hoffe so, dass dieses Auto sich dafür auch wirklich lohnt. Für den ganzen Aufriss, den wir hier machen. Also ich will, dass es Spaß macht. Das ist erstmal meine große Bitte. Oh. Er hat einen Reh gegessen. Schade, ich dachte, ich kann ihn davon noch wegscheuchen und gleich zwei Tiere looten. Naja, egal. Hier, komm, für Notfälle nehme ich mal direkt die Schrotflinte in die Hand. Teil Schrott. Ich glaube, ich habe das jetzt während der Staffel 1.1, wo wir gerade uns drin befinden, glaube ich, auch recht viel liegen gelassen, das Zeug. Was jetzt im Nachgang natürlich ein bisschen ungünstig ist. Na, toller Trick! So wieder zur Puma-Jagd, würde ich sagen, oder? Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber infiziert? Na, scheiß drauf. So schlimm wird es nicht werden. Okay. Hoffe ich. Elman hat ein bisschen Fett gegeben. 3 Fett! Also ich finde, dafür sind die Bären schon mal richtig gut. Ah! Guck mal, die Blutung hört gleich auf. Gibt hier noch ein bisschen Zeit zum Hochheilen, danke. Oh.
Wow, mir fällt gerade auf, so viel kann ich davon eigentlich mitnehmen. Ich habe ja nur diese eine Spitzhacke dabei. Ah ja. Zumindest brauche ich mir gerade keine Sorgen, um eine Infektion zu machen, da ich ja infiziert bin. Aber ich glaube, ich werde das Prinzip meine Hände trotzdem waschen. Einmal durchhuschen. Ja. Da ist irgendwas. Ich hoffe, eine Kiste. Jo. Wo ich glaube, eine Spitzhacke könnte ich mir unterwegs auch machen. Relativ bequem. Vier Bretter. Ja gut. Eins, zwei, drei, vier. Was sonst noch? Noch ein Tauwerk hier. Ja, sobald es fertig ist, haben wir noch eine Spitzhacke wieder. Wir haben die 100 Ausdauer endlich mal geknackt. Hat ja auch nur ein bisschen gedauert. Ah, jetzt bin ich fertig. Ich habe auch keine normalen Pfeile mehr. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, dass die nächsten Hasen überleben werden. Und wenn es speziell um den Treibstoff geht, wäre, glaube ich, gezielte Bärenjagd gar nicht mal so schlecht, weil die Braunbären geben, glaube ich, immer recht gutes Fett. Mal, da ist doch schon eine, also kein Braunbär. Aber unser Freund der Puma. Warte, ich versuche mit dem Pfeil. Oh, warte mal. Wieso? Achso. Nice. Auf jeden Fall macht er schon mal relativ gut Schaden, der Premium-Pfeil. Ah, gut. Die Ausbeute von diesem Puma war trotzdem nicht so hoch. Egal. Jetzt hier oben am Gebirgs, an der Gebirgsgrenze weiterlaufe, hatten wir, glaube ich, ein paar mehr Puma-Spots, oder? Ich glaube schon. Ich meine, auch jetzt in der Staffel sind wir ein paar Mal lang gelaufen und eigentlich regelmäßig über Pumas gestolpert.
Wir schauen mal. Ja, für unsere Nahrung sieht noch gut aus, das ist schön. Das gemeine Berghuhn. So. Gut, ganz ruhig weiterleben. Schweinekotelett brauche ich nicht. Aha. Gut. Zwei Pumas schon. 1, 2, 3, 4 Sehnen. Stoff und ein Fett. Ah, ein höherleveliger wäre geil, damit wir ein bisschen mehr Fett kriegen. Aber ich finde, der war. Also die. Zwei auf einem Haufen? Ja, gut. Da war ich jetzt unvorsichtig. Mal gucken, wie viel Schaden der Pfeil macht. Du hast 205 Life. Jetzt noch 93. Das heißt, ich mache über 100 Schaden, ne? 205 bis 93 macht 103, glaube ich. Echt Sünde, dass du die ganzen Tiere. Aber die geben den guten Loot. Genauso die Elche. Ein Stoff. Oh, ein Fett. Jetzt nehme ich hier schon Stufe 2, kriege trotzdem nur ein Fett. Aber sehen, haben wir schon wieder 15 Stück. Geil. Also 103 Schaden war das jetzt, glaube ich. Oh, vielleicht haben die Menschen auch einfach nur 100, einfach nur 100 und, also nur 100 Life unten. Vielleicht die hier oben auch, aber da sie keine Panzerung haben am Körper, sind sie mit 103 Schaden natürlich instant tot. Oh. Das war schon drei Pumas, ne? Mal gucken, ob es noch ein vierter wird. Oder ein fünfter. Ich weiß nicht, irgendwie scheinen wir gerade einen Lauf zu haben. Da vorne ist auf jeden Fall eine Kiste. Dadurch, dass ich die Infektion aber nicht heile, sind wir gleich wieder von unserem 100 Ausdauer runter. Oh, Metallschrott rum. Perfekt. Oh. Ey, ein Fundament von uns. Das heißt, hier ist auch ein Puma-Spawn. Ha. Guck, ob gleich ein Puma überhaupt auftaucht. Oh, noch ein Apfel. Oh, brauche ich gerade nicht. Komm, erstmal essen rohe Leber. Passt schon. Eine Kiste, die ist ja geil platziert.
Die Spitzhacke werde ich jetzt aber tauschen. Können wir zu Hause gut Masse draus machen aus der alten. Ja. Du musst mir nicht zeigen, was für ein böser Hund du bist. Ich glaube, er will es trotzdem. Ich hoffe, ich kann mir zu Hause überhaupt ein Heilmittel zusammenforschen für die Infektion. Ich weiß nämlich nicht, wie unser Heiltonikum-Vorrat ist. Aber mit Pech nicht so hoch. Puma da hinten! Ach, schön! Aber den vierten Puma! Nice! So, einmal hier. Das heißt, ich mache 90, wenn ich treffe und ihn ausbrennen lasse an Schaden. Okay, 7 fett schon. Ey, Leute, das war schon der vierte Puma heute. Wir sind jetzt schon bei 16, ja, erst bei 16 Minuten. Komm, ist der halbe Tag noch vor uns. Machen wir noch einen fünften Puma draus. Sorry, musst du kurz einen Schnitt setzen. Da ist gerade was dazwischen gekommen. Sind aber immer noch auf dem Weg zu Nummer 5. Der wird bestimmt irgendwo sein. Bis jetzt haben wir so eine gute Quote. Das wird doch einfach dabei bleiben, gehe ich davon aus. Hier ist unser eins unserer Fundamente. Ich glaube, rechts von uns kommt gleich der kleine Fluss. Das war auch mal eine wirklich zuverlässige Stelle für einen Puma. Ich hoffe es doch. Es wird langsam schon ein bisschen spät hier am Tag. Aber 5 Pumas wäre natürlich... Das wäre meine Ansage, würde ich sagen. So, ich kann mich natürlich auch täuschen, aber ich meine, hier war immer so ein Fluss hier hinten noch. Da vorne ist ein Fluss, genau. Gut, ich hätte auch einfach auf die Map gucken können. Tada, ein Fluss. Entschuldigung. Kann ich eigentlich auf der Map vielleicht auch die Tiere sehen? Die Map scheint ja in Echtzeit zu sein, ne? Ich bin bei den Banditen ja schon mal aufgefallen. Nee. Ich sehe nichts, Wuseln. So, Fluss. Kiste. Ist jetzt kein Puma, aber die Kisten nehme ich auch echt gerne. Immer wieder normaler. Das wird langsam echt spät, aber den fünften können wir uns noch gönnen, oder? Oh, warte, ich habe hier wieder einen Pfeil. Aha. Und er lebt noch. Och, nein. Wir wollen hier keine lebenden Hasen im Inventar haben. So. Komm, Hand, Hände waschen. Ja gut, hier scheint jetzt gerade kein Puma rumzurennen. Schade aber auch. Warte mal, oben ist ein Fundament von uns, oder? Oh, ich glaube, oben ist ein Fundament. Und wir wissen ja, diese Fundamente hier habe ich immer nur irgendwo gesetzt als Puma Safe Spot. Also haben wir hier Chancen, oder? Irgendwas da mit Metallschrott? Ich höre einen.
3? Na gut. Ah! Wow! Okay! Mal schauen! Mehr als ein Fett, bitte? 2 Fett! Gut. Das ist dem Anspruch nach mehr als 1 auf jeden Fall zu Genüge. Irgendwie weiß ich, dass es Sinn ergibt, nach Hause zu gehen. Oh ja, geil. Aber als wenn 5 Pumas nicht genug wären, ne? Infiziert 5 Pumas. Oh, ich bin so gierig. Ich bin so gierig. Lootgeil, nee, Lootgeil klingt etwas schöner als gierig. Da vorne ist auf jeden Fall eine Kiste, die nehmen wir nochmal mit. Da könnte Metallschrott drin sein. Hier ist auch der neue Map-Abschnitt gleich, ne? Oh, ich erinnere mich gerade an den Tod, den ich mir da reingezogen habe im neuen Map-Abschnitt. Der war böse. Komm, bis zur Larve. Danke. Nee, oder? Nice. Ha! Ich und Puma heute. Was? Mir geht so ein Hauch zu knapp. Aber 2 Fett, 2 Stoff, einmal Rippen. Ach, geil. Oh. Wie diese Tour hier heute lohnt, ne? Kann ich auch noch nachladen? Wahrscheinlich nicht so, ne? Ne. Egal. Hm, ihr könnt mit dem Fleisch essen. Hier ist doch davon. Ich bin eh infiziert. Hau rein, die Scheiße. Oh. Das ist schlimm. Ich muss eigentlich nur auf meinen Wasserhaushalt aufpassen. Der wird gerade ein bisschen schlechter. Aber wenn es danach geht, könnt ihr doch einfach das Dreckswasser trinken, ne? Kann ich aber nicht auffüllen. Also kann ich es auch nicht tun. Ah, ich glaube, das wäre zu weit rum für einen Puma. Da ist eine Kiste. Und das ist ein Wolf. Wölfe? Hast du auch noch eine Kiste? Und dann sollten wir eigentlich auch bald mal auf direktem Wege wirklich nach Hause. Ich verbringe hier ein bisschen eigentlich schon zu viel Zeit hier. Ha. Oh, Wasser ist auch wieder gut dabei. Sehr schön. Ah, wir sind gleich wieder auf 98 Ausdauer sogar runter.
weil ich einfach mir viel zu viel Zeit lasse, infiziert in der Gegend rumzurennen. Irgendwie musste sowas ja passieren. Nee, oder? Da hinten, Nummer 6. Sechs. Oh. Treffer. Okay, ich dachte jetzt fast, ich komme mit dem Schaden nicht hin. 6 Pumas und ich. Okay. Ein Fett. Ich komme mit 35 Sehnen nach Hause. Okay, halt, stopp, wir müssen nach Hause. Ich werde hier sonst niemals aufhören. Boah, wir können quer über den Berg, ne? Es ist ja halbwegs warm. Boah, wie weit sind wir? Scheiße! Ich glaube, ich mache mit dem Heimweg auch nochmal einen Schnitt, damit wir uns einfach zu Hause gleich an der Fahrzeugstation sehen. Oh Gott. So. Ja. Ah, oh Gott, das war für euch jetzt so viel nur Sekunde. Für mich war das jetzt eine richtige Tortur. Ich wurde zwischendurch von irgendeinem Jäger oder Banditen, ich glaube, es waren sogar Jäger, an Banditen bin ich vorbeigerannt, angeschossen, war schon wieder halb verblutet. Ein Bär war hinter mir her, hab einen Verband rausgehauen. Nein, ich habe sogar 2 rausgehauen und einen neu gecraftet. Das war so, oh, Alter. Diese Tour nach Hause war echt nicht schön. Guck mal, 2.500 sind noch da. Lassen wir kurz durchlaufen. Ich hoffe mal, dass es lohnt. Boah, wir haben es auf 85% geschafft. Und irgendwie haben wir da noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Teile vor uns. Oh. Ich will nicht rummuttern, aber ich glaube, da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Das ist ja übel. Patchmelze, hier, komm. Und dadurch, dass ich da jetzt gesessen habe, sind meine Maximalwerte natürlich nochmal ordentlich runtergegangen. Mal gucken, Heiltunikum, 3 Stück, ob ich die habe. Ah! Machen wir nochmal, mache ich mich mal schnell, nochmal schnell desinfiziert, ne? Oh, du passt noch rein. Du musst da noch rein. Hier kommt auf den Ofen hier. Zack, 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 zack. Oh. So, Infektion beseitigt. Easy. Ich müsste gerade nur mal wieder einen Feuerstarter machen. Das ist... Da können wir nämlich nochmal unser schönes hier Hasenfleisch anständig verarbeiten. Bevor es vergammelt, hoffe ich. Das kann sein, dass das nämlich ein bisschen zu knapp wird jetzt. Wir sind schon eine Menge Steaks, 7 Stück unterwegs vergammelt. Aber ich hoffe einfach mal das Beste. Oben die Generatoren sind selbstverständlich wahrscheinlich leer gelaufen. Ja, war klar. Unsere... Ich hab Stoffvorräte, das ist ein leer. Ey, ich krieg die Krise. Und wir haben einen Teil vom Auto damit geschafft. Das ist doch nichts. Boah. Das empfinde ich ein bisschen als belastend tatsächlich. So, ich würde aber tatsächlich unsere Masse, die wir jetzt gerade gehortet haben, wieder ausgeben. Kupfer, Eisen und Zink. Kupfer, Zink, schwarze Kristalle. Nee. Glückwunsch, Spiel.
Unser Eisen ist leer, auch ich hab noch. Okay. Alles gut. Ein Konto noch. Alter! Das ist echt übel. Unser ganzes Erste ist bald leer. Und das ist nur, weil ich ein paar Schrauben hier gemacht habe. Oh. Ich weiß doch wirklich nicht, ob wir die noch brauchen, aber ich gehe wirklich sehr stark davon aus. So. Guck mal, wir haben wieder über 100 Seen da. Ach, zu geil. Unsere Stoffprobleme scheinen so langsam sich zu beruhigen. Auch sehr schön. Sachen wegsortieren. Wir haben wieder ein paar Nägel. Also, ich muss sagen, auf jeden Fall hat sich die Tour trotzdem gelohnt hier. Wir sind gut ein paar Sachen reicher geworden. Kupfer, cool. Ah, letztendlich ist es tut halt schon weh. Oh. Ich hatte hier was vorbereitet, wo ich immer noch nicht ganz weiß, was es war. Ich lasse es da auch einfach drin, weil vielleicht fällt es mir einfach irgendwann mal wieder ein. Oh. Gut, aber nichtsdestotrotz, nächster Tag ist angebrochen. Ich würde mal sagen, die Folge war eigentlich lang genug. Ich mache den Schluss für heute. Ich werde den Tag jetzt hier auch nochmal aussitzen. Ich freue mich da schon richtig drauf. Oh Gott. Ah, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.